Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Schminky, also im Prinzip ist es ein Full Face Purish. Und da sind ein paar Neuheiten mit dabei, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei Purish, das ist ein Kooperationspartner von mir, habe ich auch immer einen Rabattcode, ClaudisWelt15. Damit sparst du 15% und aktuell ist ein Affiliate-Rabattcode, ne? Das heißt, ich verdiene auch eine kleine Provision daran. Und aktuell, jetzt im Dezember, haben die das wirklich so, dass die gefühlt jeden Tag eine andere Marke nochmal reduziert haben. Finde ich sehr, sehr interessant. So, ich habe hier ein paar Neuheiten mit dabei. Zum Beispiel hat die liebe Jenny richtig geil eine Kooperation mit Catrice rausgebracht, die ich mit euch ausprobieren will. Dann habe ich hier noch neue Produkte von Luna Beauty, von Beauty Bakery, von Love und ja, aber auch so alte Bekannte. Ne? Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Pearl Shine Elixier von How Cosmetics. Das ist so eine coole Marke. Mit denen habe ich auch schon ganz am Anfang zusammengearbeitet. Das heißt, das hier dürfte meine zweite Flasche schon sein von dem Elixier. Und das ist ein Hautpflegeprodukt und gleichzeitig Primer. Und es gibt so einen schönen Glow aufs Gesicht. Finde ich total super. Dann sehe ich jetzt aus wie eine Perle, die gerade erst aus der Muschel gekommen ist. Keine Ahnung, ne? Und das mag ich gerne als Base, weil ich mag gerne diesen Glow. Jetzt habe ich hier den Skin Realist von Nabla. Ich habe den in der Farbe 1 Fair. Ich liebe dieses Produkt. Das ist so ein schöner, eine schöne Foundation. Trage ich auf mit dem Pinsel aus dem Luna Beauty Pinselset. Ist ein neues Pinselset, was jetzt ja ganz neu auf den Markt gekommen ist und ich jetzt in diesem Video mit euch zusammen testen werde. Meine Stimme versagt. Furchtbar. Bei Purish bekommt ihr übrigens Marken, die ihr so in anderen Online-Shops auf dem deutschen Markt nicht wirklich so leicht bekommt. Die verschicken aus Deutschland, ich glaube aus Berlin ist das, ne? Und das ist ein Online-Shop, der sich einfach super entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich habe relativ seit Anfang an mit denen zusammenarbeiten dürfen. Da hatte der liebe Maxim Giacomo, viele Grüße an dieser Stelle, mich vorgeschlagen. Und da bin ich ihm bis heute einfach unglaublich dankbar für, weil Wahnsinn, ne? Dieser Support, das ist echt total großartig und ich bin da einfach super glücklich drüber. Ja, und besonders stolz ist man dann natürlich halt auch irgendwo auf die Mitarbeiter, die dort sind und den Onlineshop halt so groß gemacht haben, ne? Dass die so coole Kooperationen haben mit wundervollen Marken. Hier habe ich auch den Regeneration Concealer von Nabla, dass da einfach so ein großes Sortiment mittlerweile angeboten wird. Das ist echt krass. Das Schwämmchen ist übrigens von Love. Auch Love findet man natürlich dort im Onlineshop. Ebenfalls von Love verwende ich jetzt auch den Eyeshadow Primer. Ich glaube, dass Love auch eine der ersten Marken war, die man dort finden konnte. Und ich habe auch damals in Zusammenarbeit mit Purish ein Full Face Love geschminkt. Kommen wir zu dem ersten Produkt, was Jenny in Kooperation mit Catrice rausgebracht hat und was wir auch dort bei Purish finden. Und zwar ist das der Liquid Blush. Ich bin gespannt darauf und freue mich, das jetzt anwenden zu können. Ich steige jetzt ja auch immer mehr um, dass ich auch Liquid-Produkte verwende und feste Produkte verwende. Hier haben wir dann einmal das kleine Häufchen und die Farbe sieht wunderschön aus. Jenny kenne ich tatsächlich durch Tamtam Beauty. Ich glaube, da ist die das erste Mal in Erscheinung getreten, als Tara irgendwann mal so ein Fullface-Proben oder sowas geschminkt hat. Und dabei hat sie Jenny im Store, im MAC-Store oder so besucht und dann auf ihrem Kanal vorgestellt. Und seitdem habe ich ihr dann auch immer gefolgt und folge ihr jetzt auch auf Instagram und so. Auf YouTube ist sie leider nicht mehr ganz so aktiv. Ich bin gespannt, ob ihr Launch-Video dann auch tatsächlich auf YouTube online kommen wird oder ob das dann über den Catrice-Kanal kommen wird. Da bin ich einfach gespannt drauf. Also der Blush lässt sich schön einarbeiten. Der gefällt mir gerade extrem gut. Ist eine tolle Farbe. Nicht zu kabam in your face, ne? Also das ist eine schöne Geschichte. Verträgt sich gut mit meinem Gesicht, mit meiner Haut. Mag ich. Wenn man mag, kann man den auch sogar ein bisschen aufbauen. Der lässt sich echt schön aufbauen und sieht super natürlich aus. Also als wäre das wirklich meine persönliche Hautröte. Ich bin gespannt, es werden jetzt ja auch andere Reviews noch online kommen, wie das mit Leuten mit einer Hautfarbe aussieht, die ein bisschen sonnengeküsster ist als meine, weil ich bin ja wirklich eine ultimative Blassnase. Ich sag nur, ne, Foundation in der Farbe Fair, Leute. Aber der Blush gefällt mir gut.
matt, nicht irgendwie shiny, piny, rampampam. Kann man sicherlich auch ohne Foundation tragen. Echt hübsch. Mag ich. Eine Marke, die super neu bei Purish eingezogen ist und wo ich schon einiges hier zu Hause hatte, ist Beauty Bakery. Da habe ich dieses Flour, also Flour, das Mehl, das lose Puder. Ne? Sagen wir einfach loses Puder. Da kommt ziemlich viel raus, wenn man draufklopft. Mist. Okay, ja, wird in den nächsten Tagen aufgebraucht. Das trage ich mir super gerne mit diesem Tool von Maxim auf. Irgendwer in Jennys Video hat mal, also von Jennys Highlights, hat das mal Jaco Mob genannt und seitdem wird es auch bei Maxim in der Community und von Maxim selber auch als Jaco Mob bezeichnet. Und ja, damit kann man halt auch super schön baken oder eben abpudern und das finde ich klasse. Mit diesem Jaco Mob gebe ich mir das dann gerne auch auf Stellen auf, wo ich etwas intensiver abpudern möchte. Also wirklich, ja, wo ich meine Foundation oder meinen Concealer festknallen möchte. Festknallen vor allem, ne? Das heißt, so unter den Augen möchte ich das ganz gerne. Hier auf meinen Rötungen und dann halt so ein bisschen auch an der Nase. Und dann nehme ich mir so einen großen Fluffel und fluffel ganz entspannt über mein Gesicht und ja, sette damit alles einfach mal. Das Puder macht so einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt aufs Gesicht und das mag ich wirklich, wirklich gerne. Und ja, ne, ihr seht's, sieht gut aus. Man hat so eine weiche Haut, die nicht nur weich gezeichnet ist, sondern sich auch noch weich anfühlt. Mega. So, Luna Beauty hat eine neue Palette rausgebracht, die einfach total freaky aussieht, ne? Outer Dimension heißt die. Und da haben wir halt so Bronzer-Töne drin. Ich hätte das jetzt auch tatsächlich als Puder verwenden können. Ich möchte mich jetzt aber hier eher so auf die Bronzer-Geschichte konzentrieren. Die habe ich noch gar nicht verwendet, deswegen habe ich auch noch ein Spiegelvieh drüber. Und ja, dann nehme ich jetzt einfach mal diesen Pinsel. Das ist so ein doppelendiger Pinsel. Da kann ich den hier vielleicht gleich auch für den Highlighter verwenden. Und ja, dann gehe ich doch einfach mal in Bronze Sky rein. Das ist dieser Ton hier. Und trage mir den hier einfach mal so ein bisschen als Bronzer und Kontur auf. Was ich halt bei dieser Palette einerseits gut finde, ist halt die Farbauswahl. Andererseits finde ich es ein bisschen überfordernd, weil ich bin ja eigentlich, ne, sehr festgelegt mit meinem Hauttypen auf gewisse Farbnuancen. Man hat hier aber halt die Möglichkeit, und das finde ich so positiv, sich im Prinzip zu jeder Jahreszeit auch einen perfekten Bronzerton herausnehmen zu können. Dann finde ich das auch ganz nice, dass man hier verschiedene Pudertöne hat mit verschiedenen Untertönen. Also hier habe ich auch wirklich mit einem rosa Unterton, mit einem etwas gelberen Unterton ein Puder. Und damit kann ich dann entweder unterschiedliche Regionen in meinem Gesicht halt ja, betonen oder eben nach hinten rücken lassen oder halt mit mehreren das entsprechend teilen, je nachdem, ob man vielleicht Make-up-Artist ist oder so, aber das bin ich nun mal nicht, ne? Aber ich finde sie eigentlich ganz witzig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man die auch als ja, nude Lidschattenpaletten-Ersatzgeschichte nehmen könnte, so im Alltag. Ich könnte mir jetzt hier auch noch einen Ton nehmen, der irgendwie dunkler ist, um das Ganze noch ein bisschen zu intensivieren. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie den Deep Sky oder so nehmen würde. Man kann die alle miteinander mischen, was ich total cool finde. Auch den Dark Sky, wenn man ganz hardcore unterwegs ist. Oder den White Sky, wenn man das ein bisschen abschwächen möchte, ne? Aber ich finde, so für mich persönlich sieht das am natürlichsten aus. Und deswegen lasse ich das auch so. Ich habe eben schon das Wort Highlighter in den Mund genommen und auch das Wort Ofra und deswegen habe ich hier auch einen Ofra Highlighter. Das ist ungefähr eins der ersten Produkte, was Purish mir zugeschickt hat. Und zwar habe ich damals die Samantha March Collection geschickt bekommen und das ist der Highlighter daraus. Die Ofra Highlighter sind einfach so hardcore. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich diesen Pinsel nehmen kann, weil der doch relativ festgebunden ist. Weil in dem Pinselset haben wir auch noch etwas leichtere Geschichten drin. Ich dippe nur ganz, ganz vorsichtig rein und trage mir den Highlighter auf. Also das war jetzt ja wirklich nur ein Müh von. Und trotzdem habe ich hier einen Effekt, ne? Also das ist jetzt nicht so ultimativ und krass, aber das wollte ich ja gerade nicht. Ich baue mir den lieber erst vorsichtig auf, weil, ja, jetzt bin ich nochmal reingedippt und baue mir den auf und habe schon direkt Bam in your face, ne? Schon krass. Also, das ist aber typisch Ofra Highlighter halt. Ja, die sind halt hardcore unterwegs. Und ich finde es total cool, dass wir eben solche schönen Marken auch ganz entspannt und zollfrei und so bei Purish uns halt kaufen können. Denn ich wüsste jetzt nicht, welcher deutsch ansässige Online-Shop oder welcher europäische Online-Shop das so führt, wo man einfach ohne Steuern und Rampampam halt so drankommt, ne? Mega. Ich mag's, ne? Jetzt so ein Erwachsenen-Glow, fast sogar ein bisschen viel. Dann kann man auch mal mit der anderen Seite des Pinsels relativ grobmotorisch, wie man sieht, drüber gehen. Claudia, das ist kein Drumstick, das ist ein Pinsel. Egal. Ja,
Ne? Mag ich voll. Eben waren wir ja schon bei Nabla, da gehen wir jetzt nochmal hin, weil Augenbrauen und so, da habe ich hier in der Farbe Venus den Brow Divine. Das ist ein Augenbrauenstift, der auf der einen Seite einfach so eine feine Mine hat und auf der anderen Seite hat der ein Spoolie. Und das ist die Art von Augenbrauenstift, die ich am allerliebsten mag, weil es easy peasy Sonnenschein für mich ist. Auch mein absolut und heiß geliebtes Augenbrauenserum von Grande Brow kommt selbstverständlich von Purish. Habe ich mal ganz ursprünglich zum Testen zugeschickt bekommen und seitdem kaufe ich mir das halt immer wieder nach, weil es so viel Gutes bei mir bewirkt hat. Ich hatte damals nur so Striche und mittlerweile hat sich da echt was entwickelt, was man tatsächlich auch als Augenbrauen bezeichnen kann und was sich dann auch lohnt anzumalen mit einem Stift, was ich spektakulär finde. Und ja, ne, deswegen, also da bin ich einfach mega hin und weg, was für geile Marken die haben, was für geile Produkte man dort findet. Also, ne? Purish weiß noch nichts von meinem Video, aber ich wollte jetzt einfach mal kurz eine Ode an Purish machen, beziehungsweise ein Lobvideo an Purish, weil, ne, die sind einfach cool, Leute. Zum Fixieren meiner Augenbrauen verwende ich ein Produkt, was die unheimlich talentierte Merve, das ist ebenfalls eine Influencerin, YouTuberin, in Kooperation mit Essence herausgebracht hat. Und zwar ist es etwas, was ich auch in aktuell regelmäßiger Anwendung habe. Lamination Style Brow Fixing Gel. Und das laminiert dir wirklich die Augenbrauen. Ja, meins sieht nicht mehr so nice aus. Es ist, wie gesagt, in täglicher Anwendung. Und dann kommt natürlich auch so Augenbrauenprodukte immer wieder mit rein. Und das ist echt geil, das Zeug. Nun kommen wir aber endlich zu der Lidschattenpalette, die ich so hübsch finde. Also so ein Design, Hut ab Jenny, mag ich richtig gerne leiden. Wir haben hier 6 Töne drin, keinen Spiegel, aber ist nicht schlimm. Ich habe ja den von Maxim hier und die Töne sehen so hübsch aus. Huch, ich habe noch gar nicht reingepackt, Leute. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Oh mein Gott. Ja, die Party geht jetzt schon ab. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, und es fehlen noch 2. Okay, 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 okay. Ja, das ist keine Catrice-Qualität mehr, Leute. Es geht noch weiter. Oh Gott. Jenny, was hast du getan? Was hast du getan? Wie unfassbar gut sieht bitte schön das aus. Also dieser Grünton, ich bin im Himmel, kann man das so sagen? Wahnsinn. Wahnsinn? Wahnsinn. Okay. Ich nehme mir dann natürlich zuallererst diesen wunderschönen Peach-Ton. Road Trip und setze mir den einfach direkt hier auf mein bewegliches Lid. Ein bisschen Krümelei haben wir, also ein bisschen Kickback, aber das ist nicht schlimm, finde ich. Da komme ich auf jeden Fall mit klar, solange ich nicht Fallout des Todes habe, was ich nicht wegkriegen würde, ne? Deswegen. Dann nehme ich mir diesen movigen Ton, der heißt Self Love und den gebe ich mir so ein bisschen oberhalb meiner Lidfalte auf, weil ich ja ein Schlupflid habe und blende den so nach oben. Einfach so ein bisschen diesen Scheibenwischer, ne? Das ist das Übliche, wie ich so quasi gerne meine Lidfalte ein bisschen hervorhebe, die eigentlich gar nicht da ist. Leute, das funktioniert gerade so easy peasy Sonnenschein. Das ist so angenehm, damit gerade zu arbeiten. Gut, ich habe jetzt erstmal 2 Töne verwendet, aber trotzdem. Es hat gut funktioniert und ich bin begeistert. Dann nehme ich mir den letzten matten Ton, der nennt sich Grounded, also geerdet. Und den setze ich mir einfach an den unteren Wimpernkranz. Das ist nicht so ein ganz klassisches Braun, das hat auch irgendwie so ein bisschen was Olives mit dabei, oder? Finde ich schon. Ich setze sie mir auch ganz, ganz leicht so in den Außenwinkel, einfach um so eine Verbindung da zu haben und nach außen hin beim Auge ein bisschen Tiefe zu bekommen. So, alle matten Töne sind jetzt auf meinen Augen und Leute, null Fallout, ne? Das ist schon mal super positiv und ich glaube, ja, jetzt nehme ich mir erstmal den grünen Ton vor und setze den, ich weiß nicht, mit dem Pinsel erstmal den Offshore, ne? Ich glaube, das geht besser nachher mit dem Finger, weil auf dem Pinsel kommt dann nicht allzu viel drauf. Genau, ja, ist auch eher so ein Topperton, den kannst du leicht mit dem Pinsel auftragen, aber ich, ja, allein von der Konsistenz her, ne? Am besten mit dem Finger. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Richtig hammermäßig geil. Oh. Und das geht so einfach, ohne dass da jetzt irgendwie so eine Krümelparty auf meinem Gesicht abgeht, ne? Ich bin gerade so hin und weg und finde das wirklich schön. Das ist krass. Okay, wir haben noch so einen hellen Schimmerton, der nennt sich Selini. Den gebe ich mir jetzt einfach in meinen Innenwinkel. Wobei da sehr ziemlich geil auch der Schimmer aus, ne? Ne, ich mache das anders. Weil der auch ein Stückchen zu dunkel ist. Das heißt, ich nehme mir den Offshore tatsächlich in meinen Innenwinkel. Hammermäßig. Ja, den setze ich mir da einfach so rein. Und den Selini nehme ich mit dem Finger so ein bisschen auf, weil der auch so ein bisschen
dunkler Champagnerfarben ist, setze den quasi in mein inneres Drittel, so als Übergangston zwischen dem Grün und dem Grün kommt wieder, aber das hat noch so eine kleine Reflexion. Irgendwie finde ich das cool gerade. Feiere ich gerade einfach hart, ne? Also Wahnsinn. Und dann habe ich noch einen einzigen Schimmerton, weil ich wollte jetzt tatsächlich alle Farben auch mit euch zusammen verwenden. Der nennt sich Golden Hour, also die goldene Stunde. Das ist, glaube ich, entweder wenn die Sonne aufgeht oder wenn sie untergeht, ne? Das ist das. Das kommt hier außen einfach hin. Heute einfach mal kein Augenbrauen-Highlight, weil ich finde, dass die Farben auf dem Auge an sich so für sich sprechen, ne? Ich liebe dieses Grün, Blau, Lila, Pink, Schimmer, Gedönsen. Geil. Ich verwende das Sweet Glaze Baking Spray von Beauty Bakery, um mein Make-up zu setten, zu fixieren. Ein ultra geiler Eyeliner ist von Oscar Atom in Kooperation mit Love Cosmetics. The Atom Eye, dieser Eyeliner, der ist so schön. Hat eine Pinselspitze und damit mache ich mir mal ein Vieh. Oh mein Gott, ich liebe es damit einfach einen Eyeliner zu ziehen, weil das so gut funktioniert, ne? Das ist so, oh, ich kann nicht aufhören, mich anzugucken. Ich meine, gut, so ein bisschen Glitzer habe ich jetzt hier oben hin auch bekommen, ne? Das lässt sich nicht verstecken, aber ich finde es gerade nicht so schlimm, weil, oh, meine Augenlid schimmert. Okay, wir haben noch was Neues von Love Cosmetics und zwar die Hook It Real Good Mascara. Das ist diese hier, Created with Love. Und da sollen irgendwie Häkchen drin sein, habe ich gehört. Das ist eine Gummibürstchen-Mascara, die so erdnussförmig gestaltet ist. Und in diesen einzelnen Viechern von dieser Erdnuss sollen Häkchen drin sein, die ich so gar nicht wirklich erkennen kann. Aber wir werden das Ganze mal ausprobieren. Und Leute, natürlich steht mir wie immer zur Seite das Grande Lash Wimpernserum, ohne dass ich tatsächlich niemals solche Wimpern bekommen hätte. Also, ne? Guckt in der Infobox vorbei, da ist alles verlinkt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Und wir lassen es auch tatsächlich mal bei der zweiten Schicht, dass ich das mal sage, ne? Aber ich sehe bei dem Auge schon, wie hart das Ganze verklebt. Also diese Mascara ist einfach so flüssig, da komme ich nicht mehr klar. Die muss ich noch ein bisschen eingrooven. Also die würde ich jetzt am Anfang, wo sie halt so viel Produkt abgibt, nicht solo tragen. Und man sieht auch, ich habe Mascara-Patzer. Die kann man, wenn die jetzt so ein bisschen angetrocknet sind, was jetzt ja auch der Fall ist, ne, nehme ich mir so einen Spoolie. Die kann man dann einfach wegbürsten. Das ist kein Problem. Das geht total einfach. Und ohne, dass du dir jetzt irgendwie deine halbe Base mit abnimmst oder so. Aber das ist mir alles gerade ein bisschen zu viel, ne? Also selbst mir, die ja gerne Fettmascara trägt, drei Schichten, gib ihm. Da sage ich persönlich einfach mal, nein, danke. Da muss ich mich noch ein bisschen mit eingrooven. Hart. Also das habe ich ja noch nie gesehen. So hart. Echt nicht. Das ist richtig krass. Aber es ist genug. So, das letzte Produkt oder das letzte Kit, was die liebe Jenny in Kooperation mit Catrice rausgebracht hat, ist dieses Lip Kit. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, das hat in dem Sinne keine Farbbezeichnung und besteht aus Lippenstift und Lip Liner. Genau, das saß mal schön drin. Ne? Und schönes Rosenholztönchen, ne, braun, nude, guck mal. Das sieht hübsch aus. Das gebe ich mir jetzt mal auf die Lippen. Erstmal den Lip Liner. So ein Holzstift ist das einfach, ne? Ich blende mir den Lip Liner immer gerne dann auch auf die ganze Lippe mit drauf, so ein bisschen, damit es keine harten Kanten gibt. Aber mit diesem Lip Liner kann man so schön präzise malen. Mega geil. Oh, das ist die Farbe C01 Nougat. Cool, als hätte ich gerade so ein bisschen Nougat gegessen. Und hier haben wir dann den Lippenstift. Und auch der ist in so einem wirklich schönen Nougat tatsächlich, ja, Braunton. Oh mein Gott, wie geil das einfach aussieht. Oh, ich feiere das. Also, ich meine, es ist ja auch so gedacht gewesen, ne, dass man die Lidschattenpalette dann ja auch in Kombi mit dem Lippenprodukt verwendet. Und ich trage jetzt zwar jetzt gerade keinen Schmuck, aber ich kann ja mal die Haare aufmachen einfach, auch, damit wir uns das Gesamtkonzept mal anschauen können. Und ich muss wirklich sagen, oh mein Gott, Jenny, was hast du Geiles gemacht? Ich finde das hammermäßig. Herzlichen Glückwunsch, liebe Jenny. Da hast du echt was Grandioses zusammen mit Catrice rausgebracht. Ja, Leute, schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, falls euch die Produkte so jeweils interessieren. Die habe ich euch alle verlinkt. Und ja,
Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!